Weisheiten, die die Welt nicht braucht. Wenn wir alle Vegetarier wären, würden wir alle kein Fleisch mehr essen. Da es aber so ist, wie es ist, sind wir nicht alle Vegetarier. Und mit allen sind ja alle Menschen gemeint. Alle, die so ausschauen wie ein Mensch. Und trotzdem, dass einer vielleicht aussieht wie ein Mensch, ist er vielleicht wahrscheinlich gar keiner. Und als Mensch ist es ja im meisten prozentigen Fall so, dass der Mensch eine Idee ist, die immer um sich selber kreist, um seine eigene Wohlbefindlichkeit, um seine Rasse, um sein Fortbestehen, um sein Glück, um die Identität, ein Mensch zu sein. Was für ein fantastisches Bewusstsein, das sich immer selbst erkennen mag. Auch als Mensch. Da, und dann gehst du dahin, es rattert und blimst, kaum bist du groß. Schon bist du klein wieder. Ich meine, kommst du in die Schule, wirst du versaut, wirst du sozialisiert, emotionalisiert, verblödet, zur Elite ausgebildet oder auch nicht, du bleibst gleich so, sowas von beschränkt in der Selbstverhaftung. Das war zum Glück nur Spaß. Nein, das war kein Spaß. Es gibt wirklich Leute, die tun sich nichts Gutes und anderen auch nicht. Das sind richtige Arschlöcher. Da bin ich auch manchmal mit dabei. Von der Partie. Da gehöre ich auch manchmal dazu. Ja, da kannst du nur selbst im Selbstmitleid oder weitermachen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Irgendwas vergibt dir ja, weil im Endeffekt, was bist du mehr als eine chemische Reaktion, die Interrelevanz immer weiter reagiert. Eigentlich kannst du für alles nur das dafür, was das es ist. Und du bist ja Liebe, haben sie gesagt. Auch wenn du nicht so aussiehst oder manchmal nur, bist du immer noch das, was Liebe und Hass ist. Mhm.